Hans und Gruß, denn so grüßt mal gut, Freunde. Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zur Analyse von Patrick Süskinds Roman Das Parfüm. In einer vorherigen Folge haben wir den Inhalt schon beleuchtet. Und heute soll es eher um die Motive, um das Streben, um das Genie hinter Grenouille gehen und seinen Werdegang werden wir etwas genauer unter die Lupe nehmen. Von daher will ich nicht viel vorwegnehmen und wir fangen direkt mit der großen Frage an. Und diese große Frage, um die sich alles dreht, ist die simple Frage, ist Grenouille ein Genie oder auch eben nicht? Und dazu muss man wissen, dass Patrick Süskinds Roman bzw. alle Romane von ihm sehr viele Deutungen nicht nur zulassen, sondern auch gleich unterstützen, was eine Einordnung von Grenouille in ein bestimmtes Spektrum, Genie oder nicht, eben sehr schwierig fallen lässt. Und doch, so finde ich, muss man, wenn man sich diese Frage stellt, ob Grenouille nun ein Genie ist oder nicht, erstmal mit der Definition von Genie anfangen. Und die ist eigentlich relativ einfach. Aus dem griechischen Gignomai bzw. aus dem lateinischen Genius kann man eine erzeugende Kraft herleiten, sodass ein Genie allgemein als jemand empfunden wird, der eine großartige schöpferische Leistung entwickelt hat, die kein Mensch vorher gedacht oder kein Mensch vorher für möglich gehalten hat. So wagt sich ein Genie in vollkommen neue Gebiete, die ein Mensch vorher nicht betreten hat, sei es eben physisch oder auch geistig. So kann man mit Fug und Recht behaupten, dass Isaac Newton im Bereich zum Beispiel der Physik ein Genie war oder auch Leonardo da Vinci in den Bereichen der Mechanik und im Künstlerischen sehr genial gehandelt hat. Mitunter muss ein Genie drei Bereiche erfüllen. Und zwar muss er zum einen sehr ehrgeizig sein, um seine Ziele weiter zu verfolgen, auch wenn sie am Anfang vielleicht scheitern. Auch Kreativität ist vonnöten, um andere Bereiche zu entwickeln, die kein Mensch vorher gesehen hat, sodass er um die Ecke denken kann und viel schneller irgendetwas anderes versteht, erkennt oder sieht in Sachen, die für einen Normalbürger total banal sind. Und natürlich braucht das Genie auch eine herausragende Fähigkeit, um eben dieser Kreativität und dem Ehrgeiz einen freien Lauf zu geben und etwas zu haben, mit dem man arbeiten kann, beziehungsweise an was man arbeiten kann. So sieht man deutlich, dass Grenouille diese Anforderungen sehr gut erfüllt. Denn zum Beispiel seine herausragende Fähigkeit ist ja hier trivialerweise der Geruchssinn. Und so sieht man, dass Grenouille die Anforderungen eines Genies erstmal erfüllt. Denn trivialerweise ist Grenouilles Geruchssinn seine herausragende Fähigkeit, die er im Laufe der Zeit noch weiter schult, ausbaut und zur Perfektion bringt. So kann man zum Beispiel sehen, dass Grenouille, der ja am Anfang in einer Grotte quasi, also unter einem Fischstand in dem stinkigen Paris geboren wird, immer weiter aufsteigt, mit Mord und mit der Karriere als Parfümeur erreicht er irgendwann seine ausgebaute Fähigkeit und treibt sie zur Perfektion. Auch zeigt sich der Ehrgeiz von Grenouille, als er zum Beispiel bei dem Gerber Grimal arbeitet und dort quasi vollkommen ausgebeutet wird, er sich allerdings trotzdem durchbeißt. Er hat eben dieses Ziel, den perfekten Duft zu entwickeln und gibt alles daran, diesen auch zu erfüllen. Auch an Kreativität mangelt Grenouille nicht, denn er ist offen für neue Verfahrenstechniken und entwickelt nachher selbst eigene. Auch mischt und sortiert er Düfte, die vorher kein Mensch irgendwie zusammengebracht hätte, allerdings durch dieses in etwas Neues Unbekannte wagen, dieses Ausprobieren, entdeckt er seine kreative Ader. In manchen Bereichen entspricht Grenouille allerdings der genialen Definition nicht wirklich. Denn wer genial ist, muss einen großen Bogen spannen zwischen dem, was er neu erfunden, kreativ entwickelt hat und dem, was quasi schon ist, beziehungsweise es den Leuten vermitteln können, sodass er zwischen diesen beiden Extremen eine gewisse Kommunikation braucht. Er orientiert sich über Düfte und Menschen orientieren sich über Sprache. Beides passt nicht wirklich zusammen und so kommen sie nie wirklich in Kommunikation, was ein Hemmnis für die geniale Definition von Grenouille darstellt. Allerdings muss man Patrick Süskinds Roman auch als einen historischen begreifen und so den Begriff des Genies in den historischen Kontext packen. In Frankreich in der Mitte des 18. Jahrhunderts, also in der Zeit der Aufklärung, in der Blüte der Aufklärung, ist es für angehende Wissenschaftler, für angehende Genies besonders wichtig, auch eine Charakterentwicklung durchzugehen und so auch eine Identitätskrise zu verzeichnen.
Die sehen wir ganz klar darin, als Grenouille aus Paris auszieht, um in den Süden Frankreichs zu ziehen und in den französischen Alpen stecken bleibt, weil er merkt auf einmal, dass er keinen Eigengeruch hat. Wenn man, wie Grenouille zum Beispiel, sich selbst über Düfte und Gerüche und über das Riechen definiert, dann ist es sehr harsch zu erfahren für jemanden, dass man selbst keinen Eigengeruch hat. Und so muss man diese Identitätskrise überwinden, um sein Streben, sein Verlangen ein wenig hinterfragen zu können und das Genie weiter ausbilden zu können. Das treibt ihn nun weiter und macht ihn wahrlich zum Genie, so viel möchte ich sagen. Denn nun hat er endlich ein ehrgeiziges Ziel, für das es sich auch für ihn lohnt zu sterben. Und auch die Barriere, die wir gerade angesprochen hatten mit der sprachlichen und zwischenmenschlichen Kompetenz, die scheint er auch durch dieses Geruchsziel überwunden zu haben. Denn anscheinend schafft er es ja durch dieses Duftdiadem mit den Leuten zu interagieren und sie sogar zu beherrschen, das heißt die höchste Form der Kommunikation zu erreichen. Allerdings ist es meistens so, dass sich erst am Lebensende das Genie eines bestimmten Charakters herausgebildet oder überhaupt bestätigt hat. Arbeitet man die ganze Zeit auf irgendeine Formel hin und stellt dann am Ende seines Lebens fest, dass die absolut falsch ist, ist das Genie unglaublich gescheitert. Ist es dann allerdings wie bei Grenouille der Fall, dass er mit seinem Geniestreich stirbt, kann man wahrlich sagen, dass er ein wahres Genie ist und war. Ich hoffe, ich konnte ein wenig Licht in die Frage bringen, ob Grenouille nun ein Genie ist oder nicht, und ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Wenn dem so ist, dann bleibt doch noch ein wenig auf dem Kanal oder guckt euch die Inhaltsangabe zu Patrick Süskinds Parfüm an. Wie dem auch sei, bis dahin die Linke zum Gruß, haut's rein, Freunde.